Ja, okay, jetzt kündige ich den nächsten Redner an, bevor es zum offenen Mikro kommt. Das ist Marc, der einsame Wanderer, er kommt. Sehr cool. Ja, herzlich willkommen, Marc. So, ich hoffe, ich kann gut alle hören. Ich glaube schon, ne? Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist Weihnachten. Friedvolle Stimmung. Und eine Zeit, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag. Die in meinem Leben großen Platz hat. Leider ist es jetzt dieses Jahr ehrlich gesagt so, dass ich nicht sehr in Weihnachtsstimmung kam. Also eigentlich gar nicht. Das flog an mir so vorbei. Und ja, ich glaube, es war ehrlich gesagt das schlimmste Weihnachten, was ich seit Gedenken habe. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum erzähle ich das? Weil die Botschaft, die wir mit Weihnachten verbinden, diametral anders aussieht als das, was wir zurzeit erleben. Wofür steht Weihnachten? Weihnachten steht für viele von uns für Liebe, Hoffnung, Zuversicht, Nähe und Wärme, Zusammenhalt und all diese positiven Dinge, ja auch für den wiederbeginnenden Jahreskreis, sozusagen das Licht wird nach der Sonnenwende wieder länger, es kommt wieder Licht in das Dunkel, all das verbinden wir damit. Und natürlich auch die Person Jesu. Und wenn wir uns anschauen, wofür der gestanden hat, dann war das für Zusammenhalt. Er ist zu den Aussätzigen gegangen, er hat die Menschen nicht in Klassen gespalten, er hat Liebe gepredigt, Zusammenhalt und hat sich auch mit denen, die als aussätzig betrachtet wurden oder als Anstöße für den Zöllner, getroffen. Und wenn wir heute schauen, was wir da haben, und es fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer, gegen Diskussionen rechts anzureden, dann sehen wir, dass wir dauerhaft eingeschränkte Grundrechte haben, dass wir eine Gesellschaft haben, die gespalten wird, eine Gesellschaft, die die Grundrechte eben aussetzt, die Würde des Menschen zum Beispiel. Und das ist genau das nicht, was wir eigentlich mit dem Weihnachtsfest verbinden sozusagen. Und leider muss ich auch sagen, und da komme ich nicht drum hin, dass ich es sehr traurig finde, wie ich das hier sehen muss. Weihnachten, wenn ihr friedliche Bürger sind und die Polizei steht mit Waffen und Schlagstock daneben. Ehrlich gesagt, das ist peinlich. Und ehrlich gesagt, draußen hier Masken zu tragen, ist natürlich wenig sinnvoll. Ich möchte, weil es auf YouTube kommt, nicht ins Detail gehen. Aber ehrlich gesagt, ein Staat, der seinen Bürgern mit solcher Härte und Weihnachten begegnet, der macht sich A lächerlich und B, der hat Angst, dass aus einer Stimme viele werden können. Und wir sind diese eine Stimme. Gut, was lernen wir daraus? Manchmal muss man seine Werte A kennen und B, man muss natürlich auch zu diesen Werten stehen. Man muss natürlich diese Werte auch vertreten. Man kann nicht darauf hoffen, dass die Dinge einfach besser werden, wie ich heute gehört habe. Ja, was soll ich denn machen? Ich hoffe, dass es einfach irgendwann besser wird und es da irgendwer rettet. Nee, so funktioniert das nicht. In einer Demokratie sind wir alle der Retter. Wir alle können selbst denken und aufstehen und wir alle können Veränderung hervorrufen. Und dementsprechend hilft uns, denke ich, auch hier die Botschaft, sage ich mal, die wir in Weihnachten sehen können. Es gibt Hoffnung. Und wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir das zusammentun und nicht gespalten in Gepiekste oder Ungepiekste, in ja würdig oder unwürdig, in geachtet oder ungeachtet, sondern wir alle zusammen. Das ist der Geist der Weihnacht, den lasst uns raustragen in das kommende Jahr, um die Dinge zu verbessern. Und überall gehen jetzt Leute hinaus auf die Straßen. Überall bewegt sich etwas und deshalb, denke ich, können wir Hoffnung haben, dass sich die Dinge noch zum Guten wenden. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten.
braucht jemanden, der desinfiziert. Unter der Maske sind so viele Bakterien, wisst ihr? Und dann ist es schon besser, wenn man es desinfiziert.